Der ersten block videos für den kommenden Patch 195 und da haben wir sogar einen Namen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe: Northern Wind, das heißt also Nordwind, sind jetzt in den vergangenen Tagen schon ein paar schwedische Flugzeuge angekündigt worden. Das wird wohl das Kernthema des kommenden Patches sein. Das war die J6B Jagdfalken 2. Die Saab B3C und die B17A. Außerdem wurde ein Schiff, die HMAS Tobruk, angekündigt und eine neue Karte New Zealand Cape. Das heißt also, da haben wir eine Karte für die Marine und die Flugzeuge. Und äh, bisher wurde vorgestellt Marine und Flugzeuge. Und ihr habt es jetzt schon im Videotitel gesehen. Es wurde angekündigt, ein Premiumschiff und zwar die Prinz Eugen, ein äh, Schiff, das äh, ja eine sehr sehr bewegende Geschichte hat, wurde auch im Zweiten Weltkrieg der glückliche Prinz genannt, ganz einfach aus dem Grund, weil dieses Schiff schon an einigen Einsätzen wie zum Beispiel damals mit der Bismarck ist sie unterwegs gewesen, ähm, unterwegs gewesen ist und äh, fast nie großartig Schäden erlitten hat. Deswegen wurde tatsächlich dieses Schiff, auch der glückliche Prinz genannt. Das Schiff selbst hat tatsächlich sogar den Zweiten Weltkrieg als solchen dann auch überstanden. Ähm, sie hat zum Ende des Krieges tatsächlich einen Torpedotreffer bekommen von einem britischen Boot, soweit ich weiß. Und äh, da ist damals tatsächlich das komplette Heck hinten weggesackt, weggeknickt. Also nicht abgebrochen oder sowas, aber schon ein schwerer Treffer. Äh, Ruder konnte nicht mehr bewegt werden. Das äh, Schiff musste dann. Not repariert werden, wenn man das so sagen kann. Da hat man dann eine Behelfskonstruktion angebracht, damit das Schiff weiter manövrierfähig ist. Wurde dann zurück nach Deutschland überführt. Und dort sollte das komplette Schiff dann quasi eine neue reparierte Heckpartie bekommen. Und das nur mal so als kleine Info am Rande, weil ich habe ja jetzt in der Vergangenheit auch öfters mal die Naval Forces wieder gespielt, auch wenn ich es euch nicht ganz so oft gezeigt habe. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, Uh, Enduring Confrontation bin ich mit meinem schweren Kreuzer eingestiegen. Zack, bumm, kommt ein Torpedo angeeiert, trifft meinen schweren Kreuzer hinten am Heck und das ganze Schiff explodiert in tausend Teile und war versunken. Vielleicht sollte Gajin ab und an auch mal das eine oder andere Geschichtsbuch lesen und gucken, wie die Auswirkung von solchen Torpedos auf so riesengroße Schiffe dann tatsächlich gewesen ist. Überhaupt insgesamt wie lange solche extra für den Krieg gebauten Schiffe teilweise durchgehalten haben. Das fängt ja schon bei kleineren Einheiten an, wie Zerstörern. Da gibt es mehr als genügend Tatsachenberichte aus dem Zweiten Weltkrieg, was allein amerikanische Zerstörer eingesteckt haben und trotzdem am Ende mehr oder minder noch wieder zurück in den Hafen gefahren sind, um dann dort entweder komplett abgewrackt zu werden oder komplett repariert zu werden. Das musste ich jetzt hier einfach mal mit einstreuen, denn ich finde es auf der einen Seite schön, dass die Schiffe im Spiel immer größer werden. Wir warten ja nach wie vor auf die Schlachtschiffe und mit der Prinz Eugen sind wir jetzt gefühlt auch nicht mehr ganz so weit weg. Schlachtschiffe sind natürlich noch mal eine Nummer größer, aber wenn man so große Schiffe wie die Prinz Eugen hier ins Spiel implementieren kann und auch wie die anderen schweren Kreuzer, die wir ja mittlerweile hier schon haben, dann sollte das Thema Schlachtschiffe sicherlich ein Thema sein, das nächstes Jahr bedient wird. Da werdet ihr allerdings mehr drüber erfahren, wenn ihr euch mein Leak-Video anguckt, das Anfang Januar kommt. Vielleicht bringe ich es auch noch Dezember raus. Ich muss mal gucken. Ähm, die prinz eugen selbst hat unheimlich viel mitgemacht sie wurde dann am ende des zweiten weltkriegs als letztes verbleibendes schweres schiff der deutschen marine ähm, letztendlich oder ist sie übergeblieben? Sie wurde dann in einem Losverfahren, so war es tatsächlich, man hat also gelost, wer kriegt was, ähm, wurde dann quasi den Amerikanern zugelost. Die durften dieses Schiff behalten und haben es dann auch in die USA überführt. Da hat sie dann so einen kleinen ja, Werdegang mitgemacht, anstatt dass man dieses riesengroße Schiff in irgendeiner Art und Weise vielleicht versucht, in die eigenen Streitkräfte zu implementieren, hat man sich eigentlich mehr dafür interessierte das ding auseinanderzufledern sie hieß zwar in den usa dann auch uss prince eugen tatsächlich ja uss stand dann davor man hat dann aber relativ zügig angefangen, das ganze Ding äh, mehr oder weniger zu zerlegen und interessante Teile rauszubauen, um sie zu testen. Teilweise wurden äh, diese Teile, die man ausgebaut hat, in anderen Schiffen getestet, um zu gucken, wie funktioniert das oder wie kann man es noch einsetzen. Die Prinz Eugen fuhr dann irgendwann durch den Panama-Kanal. Ich glaube, das war schon 1946, wurde da dann quasi nochmal an die andere Küste der USA überführt. Von da aus ging es dann in das uns allen bekannte Bikini-Atoll und dort wurde sie dann tatsächlich auch bei diesen Atombombentests, die dort stattgefunden haben, äh, mit in diese Lagune geschleppt, wurde dort verankert und hat interessanterweise die Tests, die dort mit ihr durchgeführt worden sind, komplett unbeschädigt überstanden. Das heißt, die erste Bombe, die gezündet wurde, hat an der Prinz Eugen nicht wirklich viel an Schaden verursacht. Und die zweite Bombe, die dann gezündet wurde, unter Wasser hat auch nicht dazu geführt, dass die Prinz Eugen ähm, Schäden erlitten hat, die äußerlich erkennbar gewesen sind. Allerdings war das Schiff sehr, sehr stark verstrahlt und gleichzeitig waren die dort am Bord befindlichen Tiere, die man zu den Versuchszwecken äh, dort quasi äh, angebracht hatte, Schweine und Schafe, die waren alle verstorben, die sind also an der relativ starken, vor allen Dingen Alpha-Strahlung zu dem Zeitpunkt verendet. Man hat die Prinz Eugen dann genommen und hat sie dort weggeschleppt und hat dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass sie sehr wohl doch einen mehr oder weniger kleineren Schaden. Erlitten hatte. Die Stopfbuchsen der Antriebswellen hinten sind undicht geworden und bei einem normalen Schiff hätte man das sicherlich wieder in Ordnung bringen können. Dadurch, dass die Prinz Eugen allerdings so stark verstrahlt gewesen ist, war es nicht ratsam, da irgendwelche Mechaniker an Bord zu bringen, die den Schaden beheben und auch das Wasser, das in das Schiff nach und nach eindringt, konnte man leider Gottes nicht mehr abpumpen. So kam es dann am Ende doch dazu, dass die Prinz Eugen gesunken ist und zwar ganz, ganz nah an einer Insel. Sie ähm, hat sich da gedreht, ein Teil des Schiffes guckt heute noch mit dem Heck, ich glaube das Heck ist es, aus dem Wasser heraus und äh, die amerikanische Marine hat teilweise mehrmals versucht, dieses Schiff wieder zu bergen. Warum weiß ich gar nicht, ob sie da ein Ausstellungsschiff draus machen wollten oder was auch immer. Ähm, Fakt ist, als der erste Bergungsversuch in den 70er Jahren stattfinden sollte, hat man festgestellt, dass noch viel zu viel Munition und andere schlimme Dinge in diesem Schiff sind, was eine Bergung fast unmöglich macht. Und dann hat man im Laufe der Jahre festgestellt, dass an Bord des Schiffes nicht nur auch sehr, sehr viel Munition gelagert ist, teilweise hat man sie zwischendurch gesprengt. So wurden zum Beispiel die an Bord gelagerten Torpedos noch gesprengt, was letztendlich dazu führte, dass die Prinz Eugen dann tatsächlich auch nicht mehr zu Bergen gewesen ist. Aber das ganze Schweröl, das sich an Bord befunden hat, mehrere Millionen Liter, haben nach und nach dazu geführt, dass dort sich eine Umweltkatastrophe angebahnt hat und so hat die amerikanische Regierung 2018 angefangen, diese ganzen Schwerölreste diese ganzen Schmierstoffe, die sich noch an Bord befinden, abzupumpen, um zumindest hier eine größere Umweltkatastrophe zu vermeiden. Das ist die Geschichte dieses Schiffes. Rein theoretisch könnte man es sich heute noch angucken. Sie liegt ungefähr 230 Meter vom Strand entfernt, in einer Tiefe, wo eigentlich jeder Taucher sich bewegen kann. Äh, ob das ratsam ist bei diesem verstrahlten Schiff, kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen. Ich fand es auf jeden Fall spannend, als ich nochmal recherchiert habe, was ist eigentlich mit diesem Schiff gewesen. Gut, die ganze Sache zeigt uns jetzt, es wird darauf hinauslaufen, dass definitiv weitaus größere Pötte kommen werden. So, was ist jetzt mit der Prinz Eugen hier im Spiel? Wird sie wahrscheinlich nicht so viel aushalten. Wie sie das in der Realität gemacht hat. Wir werden sie hier sehr wahrscheinlich nicht den glücklichen Prinzen nennen, sondern eher den verkackeierten Riesenpott. Ist einfach so, ich finde nach wie vor die Umsetzung der Haltbarkeit der Schiffe in diesem Spiel, was die Naval Forces angeht, mh, verbesserungswürdig. Ja, möchte ich mal so sagen. Dass wir hier immer nur Krus runterschießen, finde ich schon ein bisschen affig, weil auch solche Schiffe schon enorm viel ausgehalten haben, auch unter Beschuss. Und ähm, dass nach wie vor ein Torpedo reicht, um so einen Riesenpott mal eben ins Jenseits zu befördern, finde ich genauso bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fände das schön, wenn Gaijin hier einfach, um auch die Immersion so ein bisschen aufrecht zu halten, solchen Schiffen vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Haltbarkeit spendieren würde. Es wird sowieso so langsam Zeit, glaube ich, hier irgendwo eine Trennung vorzunehmen, die ganz kleinen Boote und die. Zerstörer sind ja nur über dieses BR mehr oder minder voneinander getrennt. Zerstörer und schwere Kreuzer ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man gemeinsam ständig in einem Match ist. Ein Zerstörer alleine gegen einen schweren Kreuzer hat eigentlich nicht wirklich eine Chance, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das wäre in der Realität genauso äh, der Fall gewesen. Da müssten dann schon mehrere Zerstörer ran, die dann mit Glück vielleicht so einen Riesenpott äh, zerlegen. Das ist natürlich in dem Spiel alles hier so nicht gegeben. Deswegen ist die Haltbarkeit dieser großen Schiffe dementsprechend herabgesetzt. Trotzdem würde ich es mir wünschen, dass ich hier hin und wieder bei diesen Schiffen einfach auch mal merke, dass das Stahl ist um meine Mannschaft herum und nicht nur Pappe und Presspapier, äh, so wie man hier tatsächlich öfters mal das Gefühl hat. Die meiste Panzerung auf diesen Schiffen wird leider Gottes im Spiel überhaupt gar nicht äh, berücksichtigt. Und. Ähm, ich denke, das sind Mängel, die kann man vielleicht irgendwann intelligenter angehen und äh, das so lösen, dass äh, auch von der Immersion her ich irgendwann das Gefühl habe, dass ich ein wirklich schweres Schiff spiele, das dementsprechend auch eine Menge aushalten wird. Ich habe es schon gesagt, ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr die ersten Schlachtschiffe kommen werden. Vielleicht sogar zu Gamescom, wer weiß das. Gaijin äh, könnte da tatsächlich nächstes Jahr mal wieder antreten. Die Prinz Eugen ist ein Premiumschiff. Ist leider so, ja, gehört zur Admiral Hipper Klasse. Das heißt, wir haben ja schon eines dieser Schiffe im Spiel frei erforscht. Aber insofern ist das jetzt kein Beinbruch, wenn man sagt: Ach du Scheiße, das tolle Schiff und wieder nur Premium. Ihr könnt quasi eine andere Version dieses Schiffes sowieso erforschen und habt dann quasi fast ein identisch schweres, großes Schiff. Der Preis: 60 Euro ist natürlich granatenstark. Und zwar nicht in Form von Bohr, es ist super günstig. Sondern ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon sehr teuer. Ja? Ähm, begründen kann ich das nicht mal wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei Panzern und diesen ganzen Sachen habe ich ja immer so Vergleichsmöglichkeiten, wo ich dann sage, jetzt guckt euch mal den Panzer an, der ist 6,7 und der ist 6,7 und beide können ungefähr dann gleich und die kosten auch gleich viel. Da macht, fällt mir das leichter. Hier bei den Schiffen fällt mir das nach wie vor nicht leicht, weil ich äh, einfach vom Bauchgefühl her insgesamt sage, die sind zu teuer. Ja, also wir haben, glaube ich, noch keine 6-7er Schiffe. Und äh, wenn die Schiffe mit einem niedrigeren BR mehr kosten als ein 6-7er Panzer, fühlt sich das für mich einfach zu teuer an, auch wenn das ein riesengroßer Pott ist. Aber wenn wir einfach mal im Bereich der BRs bleiben, Flugzeuge, Panzer, liegen wir ungefähr preislich immer so nah beieinander. Die Schiffe scheinen da eine komplett eigene Nummer zu sein. Nur weil es großes, können wir es auch teuer verkaufen. Ich finde den Preis überzogen. 60 Euro ist in meinen Augen zu teuer. Ich hätte mich hier über einen Preis gefreut von 49 Euro, wäre vielleicht auch noch ein bisschen viel gewesen. 39 wäre sicherlich ein Grund gewesen für viel mehr Menschen dieses Schiff zu kaufen, als es jetzt wahrscheinlich der Fall sein wird. Ob ich euch dieses Schiff jemals vorstellen werde, kann ich euch nicht sagen. Es liegt ja auch daran, dass meine Zuschauer sich für die Naval Forces mal sowas von gar nicht interessieren dass ich äh, leider Gottes deswegen auch meistens die Naval Forces gar nicht zeige. Wobei ich das Thema nach wie vor spannend finde und ich glaube, nur wenn man es spielt, kann man auch helfen, irgendwann Gaijin zu helfen, dass die Naval Forces vielleicht noch besser werden und dadurch irgendwann noch mehr Spieler wieder von dem Hype angesteckt werden. Das es an dieser Stelle. Weitere DeathBlock-Videos werden folgen, allerdings immer in meinen Augen nur die Highlights. Ähm, ich sage schön mit Ö, bis zum nächsten Mal. Und äh, heute Abend gibt es, nee, morgen Abend gibt es dann noch ein Video zum Thema EAC. Da gab es, gibt es einige Leute, die Probleme haben, sich einzuloggen. Ich versuche diese Probleme für euch zu lösen und erkläre euch, was ihr tun könnt, damit das Spiel eventuell wieder läuft. Wer da also Probleme hat, morgen Abend um 18 Uhr einfach nochmal einschalten. Ich sage schön mit Ö, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Implied.